was die Orks immer für Sprüche drauf haben. Na, ich weiß nicht. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, genau, richtig. Wir wollen ja in das Duell von Lamlo Knochenbecher und Bubol, der Giftmescher, eingreifen. Ja, dazu müssen wir uns da oben hinschleichen. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Es war keine dieser Bleichhäute. Es war eher wie eine Grauhaut. Eine Grauhaut? Was zum Geier? Von was redest du da? Ist der da unten? Irgendetwas an ihm lässt sich. Ey, der ist da drüben. Na gut, dann starten wir mal einen Auftrag und werden in das Duell eingreifen. Ach, das ist doch die Arena, oder nicht? Niedere Mage bist nichts im Vergleich zu mir und meinen Uruks. Du bedrohst mich nicht. Oh, was ich mit dir anstellen werde. Ah, jede Menge Pfeile hier oben. Yes! Yes! Oh Mist, der war daneben. Der war nicht daneben. Okay, ich sollte dringend Ziel üben. Duell gelöst. Lamlok der Knochenbrecher. Bubol der Giftmischer. Lamlok fliehen. Das werden wir allerdings noch zu verhindern wissen. Ja! So, Bogen, Pfeile. Oh, der ist immun gegen Fernkampfangriffe. Egal. Dann zur Attacke. Zur Auslöschung jeden Übels. Ein Kratzer und du bist tot, noch bevor du es überhaupt bemerkt hast. Nein, werde ich nicht sein. Ja. Ja. Au. Ach Mist, das hier ein Berserker mit dabei. Okay, der war nicht gut, der war nicht gut. Warte mal ganz kurz. Okay, ich brauche doch Saurons Armee. Ich brauche doch Giftresistenz. Wo habe ich es reingesteckt? War das... Warte mal. Das war hier, ne? Ja. So, immun gegen Gift. Und raus aus dem Menü. Ich bin schon vergiftet, aber es fügt mir jetzt keinen Schaden mehr zu. Ja! Und sie kommen... Entschuldigung. Ja, ich habe immer noch unter Husten zu leiden, wenn ich es betreibe. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das glaube ich nicht. Oh. Okay, doch, vielleicht. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss weg. Das bringt so nichts. Ich muss weg. Okay, das hier ist auch keine gute Idee. Weg. Verdammt. Nein. Pfeil abgewehrt. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Komm schon, lauf. So, als erstes. Ah, Moment. Achso, da können wir, glaube ich, nicht. Wir können da nicht rüberklettern. Nein. Das ist ja nur zum Abrollen. Moment. Ausgewichen. Was war das? Weg hier, weg! Wie sie uns alle im Visier haben. So, Bogenschütze weg. Gott, zieh dich hoch. Vielleicht können wir uns hier oben auf dem Dach verstecken. Irgendwo muss es uns ja gelingen. Ja! Ah, zack! Okay,
Das müsste gereicht haben. Ja, zack. Hervorragend. Okay, wo sind Pfeile? Wo sind Pfeile? Ja, natürlich bin ich abgehauen. Was erwartet ihr denn? Hallo? Der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind. Nein, eigentlich nicht so. Irgendwas Explosives in der Nähe? Nein, leider nicht. Das ist ja das Tragische daran. Unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit uns. Viel Spaß beim Spielen mit dem Fliegen. Ah, nee, nach oben, nach oben, nach oben. Ich glaube, wenn da oben Pfeile sind. Mist, sind sie aber nicht. Aha, sieh mal einer an. Morai fliegen. So, da unten schleicht er rum. Ich denke aber nicht, dass der hier rüberkommen wird. Oh, Karagor. Nein. Jetzt kommt, Linke SRG und... Jawohl, wir haben etwas zum Spielen gefunden. So, mal gucken, was er dazu meint. Ja. Beißen! Friss dich satt! Ja, Schnitzel ziehen nieder! Schnitzel ziehen nieder! Beißen! Friss dich satt, mein Kleiner! Moment, und zack! Ja, wir reiten durch die Menge. Oh, ich muss nur aufpassen, dass das gleich mein Karagor das Zeichen segnet. Nein, verdammt. Okay, gut, der ging nach hinten los irgendwie. Nein. Der Hauptmann wird mich nicht mehr ignorieren. Rosa, einer der niederen Drecks-Orks, hat es geschafft, in die Linie der Hauptmänner aufgenommen zu werden. Und er duelliert sich sogar gleich. Aber ganz ehrlich, Wolf? Warum steigen so viele auf? Oh mein Gott. Takra Klingenschmied. Sie werden alle irgendwo befördert. Was geht? Okay, ich habe gerade eine Riesenwelle der Beförderungen ausgelöst irgendwie. Nein, zum Spiel zurückkehren. So, wir stehen wieder auf am nächsten Turm. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes... Ich habe jetzt definitiv unwiederbringlich bewiesen, dass man auch schnell mal sterben kann. Ich will es mal so sagen... Natürlich geht es, aber wer will das schon? Erhöhter Fokus Höchstwert. Da hätte ich eher gesagt, schalte ich vielleicht Runen frei, aber momentan mal noch nicht. Es gibt keine Skillpunkte, die wir vergeben können momentan. Moment. Ach, es ist oben. Und es regnet in Strömen. Nein, also wie gesagt, was ich einfach mal beweisen wollte, so zwischendurch, es kann auch schnell mal passieren, dass man eben stirbt, wenn man nicht aufpasst. Und
Achso, Moment mal, wir haben ja da vorne eine Ruhen fallen lassen. Blutrache. Rache, Rache, den Tod von Sam I. M. Von Sam I. M.? Wie? Okay, das verstehe ich nicht ganz. Heißt der wirklich Sam I. M.? Na gut, das muss ich mir anschauen. Auf jeden Fall. Nee, das schauen wir uns jetzt an. Das verstehe ich nicht. Und deswegen gleich. Achso, Mist. Schnellreise geht an der Stelle nicht. Von Sam I. M.? Wie ist es möglich? So heißt ein Freund von mir, so heißt sein Gamertag. Naja. Ich weiß nicht, was ist das? Irgendwo da vorne muss auch die Rune sein. Das heißt, zuerst Rune und dann der Auftrag. Lass uns mal hier nach oben klettern. Hat nochmal Schwein gehabt. So, wir müssen natürlich in die Arena rein, das ist klar. Moment, nach oben. Nach so vielen Jahren kann ich es nicht erwarten zu sehen, wie viel Hass sich im Herz des dunklen Herrschers verbirgt. Der hat kein Herz. Der so mächtig ist. Oh mein Gott. Ah, Mist, immun gegen Fernkampf. Gut, jetzt aber schnell weg hier. Sie sagen, Narben machen Uruk stolz. Mich jucken und stechen sie nur. Zeit zum Kratzen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Weg hier. Und zwar schnell. Ganz, ganz schnell. Wo ist die Ruhe da vorne? Meine Güte. Wo haben wir da gekämpft? Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Du hast eine scharfe Klinge? Dann hast du meine noch nicht gefühlt. Wirst du aber demnächst, wenn du so weiter redest. So, schnell hier rüber. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse ihn. Nein, vielleicht da jemand umher? Okay, jetzt. Nein, weg, 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 weg. Stärke durch Mut. Okay, das werden wir uns anschauen müssen. Und jetzt weg hier. Jetzt zurück zu unserer Mission. Räche Sam I. M. Wer zum Geier ist Sam I. M.? Ich muss das jetzt wissen. Das kann niemals. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. Es wäre cool, wenn es ein Event ist. Habt ihr gesagt, fall auf den Boden, nicht aufstehen! Jetzt mach schon! Nein, mach ich nicht. Es wäre lustig, aber ich glaube nicht, dass Sam I. M. tatsächlich ein Freund von mir ist. Ist es eindeutig nach oben. So, hierhin. Jetzt bin ich gespannt, ob ich neugierig bin. Blutrache. Räche den Tod von Sam I. M., indem du Folgum den Beißer tötest. Wandle in der Geisterwelt, um Folgum der Beißer zu markieren. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Immer geben sie mit ihrer Speerwerferei. Okay, da unten sehe ich jetzt gerade keinen. Wo ist er denn, der kleine Drecksack? Nee, V. Wenn wir schon mal dabei sind, erregen wir auch ein bisschen öffentliches Ärgernis. So, wo ist er jetzt? Vielleicht finden wir ihn ja. Oh Mann. Vielleicht finden wir auf die Art und Weise, wenn wir ein bisschen Stuck machen. Ah, da drüben. Horza. Nein, Horza ist es nicht. Das ist da drüben. Nein, das ist sogar Esblaub. Dann bleibt ja eigentlich. Da drüben. Voll gut. Das ist er. Das ist er. Räche den Tod von Sam I. M., indem du Folgum tötest. So, lass uns mal nach da oben klettern. Eine Übersicht verschaffen. Da vorne ist er. Holen wir uns. Rächen wir Sam I. M. Ich wollte doch meine Klinge ausprobieren. Krieger sind hart. Die brauchen keine. Na, komm schon, geh rüber.
Zack. So, da vorne ist er. Zuerst allerdings müssen wir mal wissen, gegen was er empfänglich ist. So, wo ist er? Ah, Ronk. Mosu. Mukluk. Bubol. Ah, ne, da ist er da. Ne, das ist Sugor. Ronk. Takra. Ich weiß gerade. Wo ist er denn? Oder ist es noch einer der Unbekannten? Außer Trümmerschild? Es kann auch einer der Unbekannten sein, ehrlich gesagt. Interessant. Seid ihr erarbeitet für jemanden? Ja! Und nochmal in den Kopf. Nochmal in den Kopf. So, haben wir hier... Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja, stirb! Okay, jetzt. Er flüchtet, er flüchtet. Zurückziehen! Wir lassen ihn aber natürlich nicht entkommen. Nein, 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 nein. Sam I Am ist gerecht. So, Aufgabe abgeschlossen, Fähigkeitspunkte erhalten. Okay, es ist aber immer noch die Frage geklärt, wer ist Sam I Am? Wer haben wir da gerade eben gerecht? Tatsächlich meine Freund? So, weg hier, der Bogenrune ist gedroppt. Aber zuerst müssen wir uns mal vergrübeln. Hier ist mir einfach gerade zu viel los. Ja! Und der nächste, bitte. Ja. So, Pflänzchen mitnehmen. Riecht aber gut. Also ich war jetzt ehrlich gesagt irgendwie... Was hat denn eure Vision? Bestürzt. Ich war irgendwie verwundert. Räche Sam I Am. Und es ist tatsächlich so, dass es wirklich ein Freund war, der hier gegen Folgum abgestunken ist und den wir hier rächen durften. Irgendwie neu für mich, sehe ich zum ersten Mal. Ich schaue mal nach, ob ich irgendwelche Hintergründe dazu finde. Wenn ja, dann lasse ich es euch wissen. Auf jeden Fall, ja. Immerhin, er ist gerecht. Wir haben zwar noch nicht die Bogenrune aufgenommen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und habt jetzt noch einen schönen Tag. Später kommt noch Borderlands, nicht vergessen. Bis dann. Tschüss.